Die Krieger, die das Volk der Tanumbra vor Feinden beschützen, sind starke und flexible Jäger. Sie haben allerdings kein stehendes Heer oder eine andere Streitmacht, die als nennenswert zu bezeichnen wäre. Allerdings sind diese Jäger keine zu unterschätzenden Gegner. Durch ihre langen Gliedmaßen sind sie wendig und schnell und ihre langen Arme bringen eine tödliche Hebelwirkung. Ihre meistgenutzten Waffen sind Wurfspeere für den Fernkampf und im Nahkampf eine Mischung aus Axt- und Speerähnlicher Waffe, die einhändig geführt wird, und ein großes hölzernes Schild in der Nebenhand. Es gibt auch Tanumbra, die in den militärischen Rängen der Streitmacht der Bruderschaft des Nachtschwarzen Mantels dienten, aber diese sind meist als Assassinen oder Agenten eingesetzt, da die Tanumbra über eine beeindruckende Fähigkeit der Tarnung und Spionage verfügen, die sie sich auf der Jagd in den Steppen angeeignet haben. Es gibt auch einige vollgepanzerte schwere Krieger innerhalb der Heere der Bruderschaft. Diese sind zwar selten, aber bringen den Stämmen der Tanumbra großen Stolz und sie werden in den Städten und auf den Inseln als Helden gefeiert. Ein Nachteil dieser Krieger ist, dass sie meist ihre Kultur an ihre Kampfbrüder weitergeben und es dadurch zu einer anhaltenden und langsam immer schlimmer werdenden Drogenkultur innerhalb der Heere kommt. Nachdem allerdings aufgefallen ist, dass der Konsum von solchen Drogen außerhalb des Kampfes die Krieger innerhalb des Kampfes später stärkte, da sie noch besser ausruhen konnten, hieß man den Einzug der Kultur der Tanumbra willkommen und heutzutage ist sie nicht mehr wegzudenken. Es gab Mitte des zweiten magischen Krieges auch einen kompletten Kriegstrupp, der aus Tanumbra bestand. Das sogenannte Kanangataga oder auch die netten Krieger waren ein eigenständiges Heer. Sie hatten allerdings nicht allzu viele Einsätze innerhalb des Krieges. Das rührte daher, dass die Kanangataga nach ihren Schlachten ohne einen einzigen Verlust, aber die vollkommene Gefangennahme des gegnerischen Heeres zurückkehrten. Dies lief folgendermaßen. Wenn ein Schlachtfeld von den Unterhändlern auserkoren wurde und sich beide Heere bereit machten, taten die Tanumbra das, was sie am besten konnten. Der massive Konsum an Drogen und der daraus resultierende Dampf zog wie eine weiße Welle über das Lager ihrer Feinde und führte zu einem massiven Rauschzustand. Die Krieger der Schützer der Goldenen Krone waren im Umgang mit solchen Konsumgütern vollkommen ungeschult und hatten am nächsten Tag einen derartigen Kater, dass sie innerhalb der ersten 2 Minuten des Kampfes kapitulierten. Die wenigen Krieger, die noch in der Lage waren, ihre Rüstungen anzuziehen und sich bereit machten, handelten eine besinnungslose und bedingungslose Kapitulation aus. Die Kanangataga waren froh, dass sie kein Blut vergießen mussten, nahmen die gesamten beinahe 500 Mann in Kriegsgefangenschaft und führten sie zum dunklen Plateau. Dadurch, dass diese Männer nun in Kriegsgefangenschaft lagen und man sie nicht einfach töten konnte, musste die Bruderschaft des Nachtschwarzen Mantels auf einmal für all diese Männer aufkommen und Lager bauen. Da dieses Unterfangen sehr viel Ressourcen verschluckte und man Angst hatte, dass die Kanangataga so etwas wieder taten, löste man die netten Krieger auf und wies sie anderen Truppen zu. Die in Kriegsgefangenschaft geratenen Männer der Schützer der Goldenen Krone wurden zu einem Großteil einfach wieder nach Westen überschifft, weil man mit ihnen nichts anfangen konnte. Manche der Männer sind allerdings einfach desertiert und ihre Nachfahren leben auch heute noch mit den Tanumbra, mit denen sie eine tiefe Freundschaft aufgebaut haben. Die größten Verluste innerhalb der Schlachten der Kanangataga waren die gesamten Nahrungsmittelvorräte beider Seiten.